Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Gelb. Wir sind immer noch in Fuchsania City und werden uns mal kurz noch mit den Goldzähnen beschäftigen. Du, mein Freund. Kev gibt dem Wärter die Goldzähne. Wunderbar. Das war tatsächlich sogar die richtige Person. Danke, Junge. Niemand hat auch nur ein Wort von mir verstanden. So konnte ich nicht arbeiten. Nimm das hier für deine Mühen. Oh, noch eine VM. Wow, cool. Stimmt, die kriegen wir ja auch noch. VM04, das ist Stärke. Cool, ja klar. Wer denn? Das kann Pew eventuell lernen, aber Turtok auch. Und ich denke, Turtok kriegt es auf jeden Fall statt Bodycheck. Bodycheck macht nämlich tatsächlich auch Selbstschaden und das kann ich nicht gebrauchen. Auf der anderen Seite behalte ich Stärke erstmal, weil wie gesagt, Pew kann theoretisch auch Surfer und Stärke lernen. Alte Pokémon-Spiel-Sachen. Und wir setzen an dieser Stelle hier einfach mal Stärke ein, wenn ich das einsetzen darf. Stärke darf ich einsetzen, wunderbar. Mache ich hier Platz und erhalte noch ein Item, und zwar ein Sonderbonbon. Sehr schön. Ich habe vergessen, ob ich Sonderbonbons einsetze oder nicht, aber ich werde tatsächlich einfach mal die Chance nutzen und ich glaube schon, dass ich sie einsetze. Ich werde dieser Floor hier einfach mal einen Ticken stärken. Was soll's. Gut, wunderbar. Würde ich sagen, springen wir uns aufs Fahrrad und werden westlich von Fuchsania City unseren Weg fortsetzen. Da gibt es nämlich noch eine VM, die ich gern hätte. War ich hier schon? Ne, hier war ich noch nicht. Gut. Das ist mein Gebiet. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Lass mal. Vielleicht fange ich unterwegs ja sogar noch ein neues Pokémon. Wie wäre das denn? Auf jeden Fall möchte hier der Vogelfänger kämpfen. Setzt Habitak ein. Da ist natürlich Turtok ein bisschen fehl am Platz. Pikachu wäre da durchaus die bessere Option. Können wir an dieser Stelle aber auch einfach mal Surfer ausprobieren und einen Habitak ertränken. Ja, durchaus effektiv. Ich werde das Pokémon trotzdem zu Pikachu wechseln. Pikachu ist, denke ich, hier immer noch schneller. Wobei, ich meine, wenn Turtok das Ganze mit einem Schlag schafft, dann spricht da eigentlich nichts dagegen, Turtok auch zu benutzen. Aber jetzt sind wir dabei. Ist egal. Pikachu kriegt das schon hin. Würde ich schon sagen. Wenn Pikachu hier ein bisschen rumhängt. Aber das ist schon okay. Pikachu kriegt das hin. Zwei Habitaxe. Wahrscheinlich drei Habitaxe. Genau. Jetzt habe ich gedrückt, dass ich das Pokémon wechseln möchte. Deshalb tue ich es auch einfach. Und eigentlich hätte ich ja gern den EP-Teiler gehabt. Für den Weg, den ich hier jetzt rumwusel. Allerdings wird das wohl nichts, weil dafür brauche ich 50 Pokémon. Und die 50 habe ich leider nicht erreicht. Von daher, tja, hätte ich mir mal Steine gekauft. Was? Konnte ja keiner ahnen. Gurugu, wie klingt mein Vogellockruf? Es kommt drauf an, welchen Vogel du anlocken möchtest. Meh. Dotri. Dotri ist neu. Dotri ist neu. Vor allem stärker als Turtok. Schneller als Turtok und vor allem auch gar nicht so schwach. Level 34. Da wäre Pikachu doch durchaus praktisch gewesen. Allerdings wird Turtok hier durchaus auch klarkommen. Das dürfte eigentlich nicht das Problem sein. Auch wenn eine zweite Stärke nicht gereicht hätte, reicht ein Surfer in Kombination mit Stärke. Von daher erhält Turtok dafür hier jede Menge Erfahrungspunkte. Dann schnappen wir uns den dritten Vogelfänger doch auch einfach noch. Ich finde es auch schon, dass er überall durch hohes Gras läuft, um Pokémon aufzuspüren, aber neben hohem Gras steht.
Ich weiß da nicht so sehr, wie. Also, ich weiß da nicht, wie sehr ich dem Glauben schenken soll. Aber das hier ist auch gar nicht mal so ein schwaches Habitat. Dann schauen wir mal, ob hier ein Surfer reicht oder ob ich hier auch einen zweiten Angriff brauche. Notfalls könnte ich auch einfach mal einen Blubstrahl einsetzen. Das wäre natürlich auch eine Idee. Vielleicht einfach mal gegen das Ibitak, das er noch dabei hat. Es wird zwar dann wahrscheinlich nicht reichen, das Ibitak mit einem Schlag zu besiegen, aber da Blubstrahl eine coole Attacke ist, gut aussieht und an sich auch gar nicht so schwach ist, kein Problem. Ein Biss reicht. Sehr schön. So, das war 1, 2 und 3 von ganz schön vielen. Mit Sicherheit ganz schön vielen. Was gibt es hier eigentlich? Gibt es hier auch noch was? Läuft auf jeden Fall einer rum. Ich suche nach Tangela. Tauschst du es gegen Parasek? Nein, ich habe nämlich selbst keinen Tangela. Glaube ich. Du schaust durch das Fernrohr. Dort drüben schwimmen Leute. Okay. Du schaust durch das Fernrohr. Im Westen liegt Alabastia. Oh, okay, cool. So, und ich sitze sogar schon wieder auf meinem Fahrrad. Das ist natürlich praktisch. Warum? Weil wir uns hier auf dem Fahrradweg befinden. Entsprechend geht es hier auch ein bisschen langsamer bergauf, als mir das lieb ist. Und vor allem, wenn ich gar nichts mehr drücke, geht es auch ganz schnell wieder bergab. Deswegen kämpfen wir hier erstmal gegen den ersten Biker und schauen uns mal an, welchen Pokémon-Typ die Guten denn hauptsächlich benutzen. Ich fürchte Gift-Typ. Gift-Typ, ja. Da würde mir theoretisch Pew mit Schaufler oder Erdbeben helfen, was es mittlerweile kann. Stattdessen gucke ich doch einfach mal, wie gut Turtok hier mit seinen neu erlernten Attacken denn klarkommt. Blubstrahl wäre fast sogar erfolgreich gewesen. Stattdessen wird Turtok jetzt natürlich erstmal vergiftet. Richtig schön. Mann, Mann, Mann. Und so viele, um Gottes Willen, nee, das kann ich Turtok jetzt echt nicht antun. Dann auch noch so viele Pokémon. Das ist unpraktisch. Erdbeben hat auch nur 10 AP. Das ist diesbezüglich natürlich auch nicht unbedingt das Beste, was mir passieren kann. Aber vielleicht habe ich ja Glück und er hat auch noch ein paar andere Pokémon. Also mit Pokémon mit einem anderen Typ. Sieht allerdings nicht so aus. Von daher wird Pew hier jetzt erstmal einiges an Dingsbums verlernen. Also Surfer könnte ich Pew wirklich noch beibringen. Mit Triplette kann es, denke ich, eine völlig in Ordnung normale Attacke, aber da muss Stärke nicht unbedingt sein, aber Surfer könnte durchaus sich lohnen. Fällt nämlich spontan auch keine andere nützliche Wasserattacke ein, außer eben Blubstrahl. Aber Blubstrahl ist jetzt schon vergeben, von daher, ja. Und Pew erreicht Level 38. Das ist doch an sich auch schon mal ganz schön. Bist du nun zufrieden? Ja, würde ich... Achso, stimmt. Turtok ist ja vergiftet. Gegen Gift. Turtok. Heile dich. Habe ich noch einen Trank? So einen normalen Trank? Wahrscheinlich nicht, oder? Hyperheiler hätte ich noch. Ein Top-Leber habe ich zwei dabei. Hey. Was sagt mir dieses Schild? Ein Hinweis. Gib niemals auf. Versuche dein Glück mit Pokébällen. Ahoi, sag ich dann nur. Ahoi. Ich weiß auch nicht, warum ich Ahoi sage, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist da ein nächster Kampf, der auf mich wartet. Sei ein Rebell. Muss ich? Ein Rasaf! Ah, gucke mal an! Das ist doch mal kein Gift-Pokémon. Surfer. Warum eigentlich nicht?
Warum eigentlich nicht? Reicht allerdings genauso wenig wie Stärke wahrscheinlich gereicht hätte. Zum Glück ist Raserei im ersten Zug allerdings noch nicht sonderlich stark, weswegen Turtok hier relativ wenig Schaden erlitt. Außerdem Level 38. Das nächste ist Mashok, da werde ich auch einfach mal bei Turtok bleiben. Ich möchte Turtok noch ein bisschen trainieren. Ich habe mit Turtok noch ein bisschen was vor. Stärke ist allerdings, wie man hier auch nochmal sieht, gut schwächer als Surfer, aber wenn ich sowieso zwei Attacken brauche, wobei bei Mashok hätte ich es ja nicht gewusst jetzt. Aber prinzipiell, wenn ich eh zwei Attacken brauche, dann kann ich auch die schwächere einsetzen. Hauptsache, ich habe sie dann in zwei Attacken erlegt. Und ich glaube, hier ist ein großes Feld voller Nichts. Oder auch nicht, da kommt tatsächlich noch einer. Hätte ich ja nicht mit gerechnet. Außerdem entwickelt sich sein Pokémon nicht weiter. Dann würde ich mal schätzen, entweder kann es sich nicht weiterentwickeln oder, also das ist die andere Theorie, es ist ein Pokémon, für das er einen Stein braucht. Das wäre meine dritte Theorie. Das hätte meine dritte Theorie sein müssen. Mashok ist nämlich eins dieser Pokémon, die sich nur durch Tausch weiterentwickeln. Ähnlich wie Georock und Kadabra. Tatsächlich. Und ja, ich brauche zwei Angriffe. Das ist unschön, aber mit einem Biss kann ich das hier beenden. Ist ja kein Problem an dieser Stelle. Klatzköpfe gefallen mir. Die vergiften mich nicht. Finde ich vollkommen okay. Voltoball wird dich unter Strom setzen. Nun. Voltoballs sind, glaube ich, nicht allzu stark. Allerdings wäre Turtok an sich nicht unbedingt der beste Gegner gegen einen Voltoball. Allerdings denke ich, ein Level 29 Voltoball sollte Turtok mit einem Surfer hinkriegen. Ja, nein, vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Ich sehe es gleich. Ich habe schrecklich warm. Oh ja, ein Surfer hat funktioniert. Gut. Dann mache ich da einfach mal weiter. Das wird schon hinhauen. So. So. Ich werde erstmal hier weiter nach oben fahren und mich den Gegnern hier widmen, anwenden, wie auch immer, keine Ahnung. Es wäre natürlich unschön, wenn ich hier einen Gegner verpasse auf der anderen Seite. Ganz ehrlich, wäre es so schlimm? Wäre es denn so schlimm? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ist aber auch egal, wir haben ein Mankey, das wir besiegen müssen. Mal gucken, ob da eine Stärke reicht. Oder ob an dieser Stelle auch wieder ein Surfer fällig wäre. Aber nein, für einen Mankey reicht eine Stärke. Bei Rasaf wahrscheinlich nicht. Da werde ich eher auf Surfer zurückgreifen. Aber das sollte auch nicht das Problem darstellen. An dieser Stelle. Gut. Nein, da reicht nicht mal ein Surfer. Stimmt, da war was. Ritzverdammig. Und Turtok erreicht Level 39. Turtok ist auf einem guten Weg. Hat tatsächlich jetzt auch eine Verteidigung von 100. Also schon mal ordentlich. Er kriegt als Belohnung auch einen Supertrank. Supertrank. Da, du. Und dann kümmern wir uns um den nächsten Gegner, das an dieser Stelle ein wildes Pokémon ist. Und zwar ein Dodu. Habe ich ein Dodu? Ich habe ein Dodu. Ich glaube, ich habe einen Dodu. Nee, ernsthaft, habe ich einen Dodu? Ich habe einen Porenta gefangen? Habe ich einen Dodu gefangen? Ey, wenn ich keinen Dodu gefangen habe, dann wäre das an dieser Stelle meine Nummer 7. Das wäre schön. Das wäre wirklich schön. ja. Pokéball. Ja, komm, ich versuch's mal mit einem Pokéball. Ich habe noch so viele davon.
Dodo wurde auf jeden Fall gefangen, ist die Frage, ob ich schon eins hab oder nicht. Für Dodo wurde ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt! Dodo, meine Nummer 50! 1,40 Meter groß, 39,2 Kilogramm schwer, ein Duo-Vogel-Pokémon. Dieses Pokémon kann nicht gerade gut fliegen. Dafür kann es mit seinen Beinen sehr schnell laufen. Yes! Nice! Das wäre Nummer 50. Damit können wir uns doch den EP-Teiler noch schnappen, ohne dass ich zurück nach Prismania muss. Finde ich genial. Finde ich echt genial. Nichtsdestotrotz wollen wir uns den Gegnern hier annehmen und ich bin ja eigentlich auch nicht hier hochgekommen, um ein Pokémon zu fangen, wobei das jetzt natürlich echt praktisch ist, dass das erste und vielleicht sogar einzige Pokémon, dem ich hier begegne, tatsächlich eins war, das ich bisher nicht hatte. Zufall. Ja. Ach komm schon. Das ist jetzt ein bisschen traurig, finde ich. So ein HP übrig geblieben, ungefähr geschätzt. Das ist ein bisschen traurig jetzt. Aber, mein Gott. Besiegt ist besiegt. Die 18 KP, die werde ich nicht vermissen. Okay, hier scheint es von Dodos zu wimmeln. Das macht das Ganze ein bisschen kaputt, dass es jetzt so ein Zufall war, dass hier Pokémon tatsächlich aufgetaucht ist, das ich nicht brauche. Aber hey, mein Gott, ich werde mich, weiß Gott, nicht darüber beschweren. So wirklich nicht. Und nein, ich will nicht nach Fuxania City, ich komme von Fuxania City. Idiot. Ich kann jetzt leider nicht Kingdom Hearts G spielen, es tut mir leid. Ich würde gern helfen, aber ich kann jetzt wirklich nicht. Weil ich da tatsächlich vielleicht mal gucken muss, ob ich ein paar Punkte abstauben kann. Bei so einem Raid-Boss wird das vielleicht sogar helfen. Ich werde mal schauen, was ich tun kann. Ich meine, ich werde mich natürlich auf euch konzentrieren, aber einmal so reingehen, ein bisschen auf den Gegner draufhauen, Punkte abstauben. Ist zwar fies, weil damit habe ich eigentlich nicht geholfen, aber ich meine, ich muss ja gucken, wo ich bleibe, richtig? Außerdem kriegt Pew das hier auch alleine hin, da muss ich nicht helfen. Schmockmock. Ein Schmockmock in Ehren. So, der Raidboss scheint schon erlegt zu sein. Scheint nichts Großes gewesen zu sein. Von daher, ja, gut, kann ich an dieser Stelle meine Konzentration auch wieder 100% auf euch und auf das Spiel widmen. Von daher, yo. War's das schon? Ich glaube, das war's schon. Abgesehen davon, dass ich jetzt tatsächlich eigentlich... Also ich habe hier noch einen Haufen Gegner, aber ich habe tatsächlich auch echt die Route nach Prismania City genommen. Ist ja witzig. Ironie des Schicksals. Ja, sicher, ich mache dir Platz. Nachdem ich in einem Pokémon-Kampf gegen den Bike hier gewonnen habe, macht er mir Platz. Mit Sicherheit, ja. Aber noch mehr Gift-Pokémon, das finde ich an sich nicht cool. Ich habe nicht mehr so viel AP hier übrig für Gift-Pokémon und ähnliches. Deswegen mal schauen, wie gut Turtok hier mit klarkommt. Surfer hat für das Slimer hier auf jeden Fall gereicht. Mal gucken, wenn ich vielleicht ein bisschen Biss noch einsetze, einfach weil das noch viel HP hat, AP hat und prinzipiell reicht.
Slimers können mich, glaube ich, nämlich nicht so einfach vergiften wie Smogmogs oder Smogons. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt felsenfest damit gerechnet, dass der Typ hier noch einen Smogmog hat. Aber nö. Smogmog sage ich schon, Slimog. Zu viel Ok-Ok. So, und ich besiege einen Biker. Yeah. Sehr schön. Da bleiben nur noch, ich weiß gar nicht, wie viele noch bleiben, aber einige auf jeden Fall. Ihn habe ich angerempelt, tut mir leid. Besiegen muss ich dich jetzt trotzdem. Er hat einen Smogmog. Aber das passt ja. Dann hoffe ich einfach mal, dass er mich hier jetzt nicht vergiftet. Das wäre unschön. Außerdem sollte ich vielleicht doch Surfer einsetzen, weil noch ein Blubstrahl allein reicht nicht. Allerdings könnte eine Stärke reichen. Oh, aber bei weitem nicht. Ist ja der Wahnsinn. Da ist Blubstrahl sogar stärker gewesen als Stärke. Kann das sein? Ha! Aber gut. Turtok erreicht Level 40. Das finde ich auch schön. Direkt zum nächsten Kampf. Hier wird nicht gehalten. Das Pef spielt Pokémon Chi. Ach Gott. Konzentration auf eins oder das andere. Das Pef spielt Kingdom Hearts Chi. Wie auch immer. Ja, ich hier Pokémon spiele. Aber hey, konnte kurz helfen. Hab ein paar Münzen abgestaubt. Danke Pef an dieser Stelle. Ich mache hier weiter und vermöbel ein paar Biker. Mach ich gern. Immer wieder gern. Wobei es in diesem Fall ein Klatzkopf war, aber da kommen noch mehr. Gut. Lass uns spielen, Hasenfuß. So, und die Glatzköpfe bleiben sich treu und haben Kampf-Pokémon. Das heißt für mich, dass hier auch wieder eine Stärke reicht. Sehr schön, ein Wunderbärchen. Er kriegt Turtok auf jeden Fall nochmal ordentlich ein paar Level hier. Auf jeden Fall zumindest ordentlich Erfahrungspunkte, ob es für ein paar Level reicht. Also jetzt wahrscheinlich nicht mehr ein paar Level. Es hat ja schon mindestens eins. So, dann mache ich euch zwei noch fertig und dann denke ich, dass ich meine Aufgabe an dieser Stelle durchaus gemeistert habe. Und ich denke auch, ich habe eine Belohnung verdient und die Belohnung werde ich mir auf jeden Fall abholen. Das wird mir auch den Rückweg deutlich verkürzen. Außerdem zwischendurch ein bisschen bei Chi helfen. Du besitzt ein schönes Fahrrad, her damit, sagt der Biker. Wie unpassend eigentlich. Ah ne, das ist ein Glatzkopf. Ja, okay, der Glatzkopf mag vielleicht... der Glatzkopf mag vielleicht ein Fahrrad brauchen, auch wenn ich es mir trotzdem etwas seltsam vorstelle, dass er mir einfach ein Fahrrad klauen will. Mein Volltreffer ist doch ordentlich. Da kann auch Mankey nichts dagegen tun. Turtok wird hier weiter alles platt machen. So wie sich das gehört. Turtok erreicht Level 41. Da hat es tatsächlich noch für ein Level gereicht. Ich fasse es nicht.
So, das war der Klatzkopf. Easy peasy. Lemon squeezy. Und das war's. Dann haben wir hier an dieser Stelle erst einmal die Chance, hier hochzugehen. Mal zu gucken, was hier läuft. Wer und was hier läuft. Dort führt ein langer Weg über das Wasser. Okay. Ich mache mich mit meiner Freundin auf einen Ausflug. Ich mache mit einer Freundin einen Ausflug. Wir werden mit dem Rad fahren. Ich bin so stolz auf euch. Du schaust Einkaufszentrum von Prismania City. Genau. Ich glaube, ich erinnere mich. Auf jeden Fall, wenn wir erstmal die Pokémon-Flöte spielen, denn hier liegt noch was rum. Kann ja wohl nicht wahr sein. So. Unsere zweite und letzte Chance, einen Relaxo zu fangen. Mal gucken, ob es diesmal funktioniert. Blubber. Level 30 Relaxo, muss ich auf jeden Fall aufpassen, dass ich nicht zu stark angreife. Vielleicht kann ich allerdings durchaus mal eine Stärke einsetzen. Ich denke, eine Stärke dürfte Relaxo durchaus aushalten. Relaxo dürfte sogar eine zweite Stärke aushalten, es sei denn, Turtok macht hier einen Volltreffer. Was es nicht tut! Das ist sehr gut. Relaxo ist aufgewacht. Das heißt, es gibt mir genau eine Chance, hier einen Ball zu werfen. Das Problem ist, ich habe nur Superbälle. Ein Hyperball wäre mir natürlich deutlich lieber an dieser Stelle. Aber gut. Und Relaxo setzt Erholung ein. Das heißt, es schläft und ich muss nochmal stärker einsetzen. Zweimal. Das hat diesmal ganz gut funktioniert. Ich hoffe auch, dass Relaxo dass Turtok es nochmal schafft, Relaxo eben so zu schwächen, ohne es zu besiegen. Sehr gut. Relaxo ist auch wieder aufgewacht. Okay. Setzt allerdings Kopfnuss an und nicht Erholung, was mir die Chance gibt, noch einen weiteren Superball einzusetzen. Was schon wieder nichts geholfen hat. Ist ungünstig. Probieren wir es doch einfach mal mit einem stärkeren Angriff, wie Surfer zum Beispiel, und setzen den Superball an der Stelle ein, wo Relaxo noch schläft. Vielleicht ist das eine Taktik, die funktioniert. Ich meine, schlafende Pokémon sollten sich prinzipiell nicht großartig wehren können. Sei denn, sie werden davon wach, was sie zumindest im Spiel nicht tun. Und auch an dieser Stelle hat es funktioniert. Relaxo wurde gefangen. 51. Yes. Relaxo, Tagträumer, 2 Meter und 10 Zentimeter groß, 460 Kilogramm schwer. Relaxo wiegt ein bisschen mehr als ich. Ein bisschen. Relaxo ist ein Vielfraß, so wie ich. Es kann sogar verdorbene Nahrung fressen, ohne Bauchweh zu bekommen. Das wiederum kann ich nicht. Definitiv nicht. Aber gut, ich möchte Relaxo keinen Spitznamen denken. Vielen Dank. Keinen Spitznamen geben. Ich möchte mir keinen Spitznamen für Relaxo ausdenken. So vielleicht. Dann setzt Bisaflor hier an dieser Stelle noch Zerschneider ein. Und ich schnappe mir, was auch immer hier drin rumliegt. Mein Freund, wie bist du nur hereingekommen? Solide Leistung. Yo, läuft. War's das jetzt oder was? Nee, sicherlich nicht. Du! Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Bitte erzähl niemandem davon. Du bekommst auch etwas von mir. Zwar Form 02. Flug. Das heißt, wir können an dieser Stelle Glurak einfach mal Flug beibringen und uns ganz schnell zurück nach Fuxania City fliegen lassen, wo wir gleich noch den EP-Teiler schnappen. Vielleicht aber auch erst im nächsten Part, wenn wir dann gerade den Arena-Leiter herausfordern. Deswegen an dieser Stelle erstmal Glurak das Fliegen beibringen. Ja, bitte. Und zwar Kratzer.
Sehr schön. Glurak lernt fliegen. Dann fliegen wir zurück. Und Glurak kann hier nicht fliegen. Ja, okay, klar, weil ich bin in einem Haus. Genau, dann fliegen wir zurück nach Fuxania City, schnappen uns den EP-Teiler und fordern den Arena-Leiter heraus. Außerdem, dadurch, dass ich glaube ich noch nie eine Karte eingesetzt habe, meine Damen und Herren, die Kanto-Region. Wir sind gleich wieder da und es geht weiter mit Pokémon Gelb. Es geht weiter.